Hallo YouTubers und herzlich willkommen zur Folge 20 von Let's Play Crusader Kings 2. Ich habe eine lange, lange Abschussliste von Personen, die ich umlegen möchte. Mittlerweile auch Uwab und einer Wie. Das wird immer spannender hier. Achso, ich wollte erstmal gucken, ob wir mit unserem Prestige hier etwas anfangen können. Hafen bauen im Moment nicht, weil... Ah, warte mal, Technologien. Ich kümmere mich sogar schon Schiffsbau. Braucht noch ein paar Punkte. Wie lange wird das dauern? Ja, macht eine Henne. Was bräuchten wir im Notfall für Schiffsbau 3? 300 Prestige. Ja, dann können wir ja nochmal 300 in irgendwas reinhauen in der Zwischenzeit. Mehr Bogenschützen zum Beispiel. Gefolgegröße plus 45. Was heißt Gefolgegröße? Bogenschützen? Kann alles heißen, ne? Schwere Infanterie. Wir bräuchten irgendwas, was schwere Infanterie erhöht. Aber wir haben bloß 10, das gefällt mir. Ne, ich will nur 300 ausgeben. Weil bald gibt es dann die nächste Stufe. Übungsgelände, Aufgebotsgröße 7,5. Marktstadt braucht 136, schön wär's, aber kommt schon noch. Brauchen für alles hier irgendwas, ne? Das konnte ich nicht, weil wir kein Geld haben. Oh, das macht den so alle. Hätte den ein paar Wochen länger durchhalten können, mein Vorgänger. Wie heiße ich überhaupt? Großhäuptling Afnaterbe von Tikanarien. Oberhäuptlingstum. Schon komisch. Ja, Bogenschützen immer gut, aber trotzdem. Ach komm. Gefolgegröße, keine Ahnung, was das heißt, aber wir werden es rausfinden. Ja, seien wir mal gespannt, ne? Grundsteuer 4. Steuer 10. Festungsstärke 2. Plus 0,88, das wird schon. Prestige steckt. Pietät steckt. Plus 1,56. Wow. Muss an unserer Frau liegen. Wer bist du eigentlich? Brillanter Stratege, geradliniger Anführer, Kind einer Konkubine, gibt es gebrechlich, bescheiden, wohltätig, gerecht, hinterlistig, nur es. Mist. Wieder eine Frau mit Syphilis. Dalal bin an der Terfe sind sie wird ein naiver Beschwichtiger. Pause. Du bist ein naiver Beschwichtiger, das ist schlecht. Na gut. Inzüchtig. Wer sind deine Eltern? Wieso bist du inzüchtig? Wie kann das sein? Ich stecke gar nicht unter Verwandten oder so. Ich muss mal kurz meinen Familienstamm bauen. Gibt's keine Lara? Ah, Lara, deshalb. Ach so, das, warte, gucken. Also, das interessiert uns nicht. Das sind wir. Unser Vater, der Onkel, der sind dort. Ach, wir haben die Cousine geheiratet, deshalb. Ich hab mich schon gefragt. Was ist mit unseren anderen Kindern, nur mal so als Frage? Die haben keine Genschäden. Okay, es ist halt. Dalal. Inzüchtig, feige, zufrieden. Und du hast so nichts Ahnung. Können wir dich sinnvoll verheiraten? Finde ich sowas. Du? Oh, graue Eminenz, homosexuell. Sollte passen, oder? Bringt mir sogar Prestige. Ja, bitte. Das war eine dumme Idee, ne? Ich hätte auf Matrilinear, aber kriegen wir eh nicht. Das bringt halt erst was, wenn man entsprechend mächtig ist, dann sagen die Leute ja. Ich bin zu klein, ja nicht. Alles erobern, ne? Könnt ihr euch mal bitte gegenseitig anheizen? Hier zum Beispiel, gibt es da nicht irgendwen mit? Bauern beschweren sich mit willkürlichen Kamera. Bräuchte mehr Spitzel, die Leute anheizen, ja. Hetzt euch auf. Plus 0,4 pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Pro Monat. Auch wie viel? 37. Führungsabzug. Nicht so weit voraus meiner Konkurrenz, aber hat.
La 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 la. Die Alte habe ich gefressen. Rivalen der Isha Tikanarien, wer? Ach, die Alte von dem. Aha. Mein Freund, du bist ohne Frau. Das geht so nicht. Wollen wir dich nicht verheiraten? Schau mal, wir haben so viele interessante. Zum Beispiel die Kurtisane hier. Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr ganz dein Rang, aber... Wie sollst du Anspruch auf Haus erstatten? Keusch, zornig, Kipfer. Du bist keusch, also gibt es schon mal keinen Nachwuchs. Das sollte doch was werden. Matrinja? Ist eigentlich egal, ist doch sowieso dasselbe Haus, oder? Ist das richtig? Geil. Maisa, du hast Haus Tikanarien. Und Lapis Lazuli. Soll ich dir jetzt mal was sagen? Heiraten, fertig. Hier, guck mal. Tolle Heirat. Können wir noch Geld dafür abfallen? Die heiraten, alle zahlen das. Wir können ein paar Gefangene verkaufen, stelle ich gerade fest. Also solange sie noch am Leben sind, ne? Können wir verkaufen? Nee, willst du nicht? Was ist das denn kurz? Auch nicht. Ja, wir weder Kinder noch Konkubinen, ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Man kann ja auch nicht immer alles haben. Gut, dass ich als Stammesfürst das auch bestimmen durfte. Was ist hier los? Mein Ding war in Sprung. Greift Mansa Bamari von was? Wer greift die wen? Der greift... Wegen was greifst du den an? Ein timbuktuischer Krieg um Suleiman Anspruch auf mein Ding. Mein Ding? Sind die das hier unten gewesen? Königreich Ghana. Reich von... Was? Reich von Mali? Ist ein bisschen größer, ne? Nur muss ich mal... Timbuktu. Ich verstehe das ja noch. Mein Ding, wo ist hier unten? Ich habe keine Ahnung. Ja, mein Ding hier. Ah. Lief hier. Und warum greifst du den hier? Lässt dich. Ich habe keine Ahnung. Suleiman CC, zeig mal her. Stell deine Leute an den Anspruch. Wieso krieg ich das hier nicht schnell raus? Egal. Mach du mal, du wirst schon wissen, was du tust. Komm, Schiffsbau. Jetzt dürfen wir das nämlich auch machen. Zack. Solange wir noch Punkte haben, bevor der hier abkratzt, zack, zack. Habt ihr einen neuen Erben? Wieso habe ich einen neuen Erben? Das wusste ich auch vorher, dass ich als der spiele. War ja schließlich schon als Regent erwähnt, nochmal so nebenbei. Höbling Uwe, das hat euch noch gerade gefehlt. Obwohl, dann kriege ich das und sein Reich, wenn ich mir ne? Kann ich auch mitleben. Wir nehmen einfach, was kommt. Was soll's, immer nur so kleinlich hier, ne? Na, kommt mal da jetzt hier. Komm, komm. La, 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 la. Häuptling Uwe, von wieso werden wir als DL spielen? Schiffsbauer 3, dankeschön. So, wer hat denn jetzt schon wieder Uwab ausgewählt hier? Einer wie Typ, was der Wahrsager? Nee, bringt mir Schäubling vorher da, ne? Das kann ich mit leben, weil der kriegt dann das und der würde quasi... Das Dumme ist, dass Uwab halt auch relativ unfähig ist. Weil er halt, ist schwer verletzt, ist einäugig, wohltätig. Bringt nie wirklich so ganz das große Prestige mit. Nee, nee, lass mal. Der hingegen ist ein echter, brillanter Stratege und so. Also, es tut mir leid, Uwab, aber wie soll ich das sagen? Ich will Maisar. Sorry, aber möge der Beste gewinnen und so, ne? Kampfstärke, er ist einfach verdammt guter Kämmer. Er bringt Kohle. Was die anderen wollen, ist mir egal. Die werden unterjocht. Fertig. Ey, ich gebe sie bald mal neue Gesetze. Ah, ich darf schon wieder. Wieso nicht? Achso, die beraten noch. Warum? Drei Stimmen. Gegnerliste.
Uwab, stell ihn nicht so an, du. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Leute sind das hier? Warum dürft ihr alle mitwählen? Das ist ein Schwachsinn. Er hat euch erlaubt, mit zwei Kindern fehlt ein Vormund. Madea bint Uwab. Du, bei dem Vater werde ich das Inzestreicheste an das dümmstmögliche. Ich meine, hier kriegst du einen militärischen Führer. Genau das, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Und wer bist du? Meine Nichte. Tochter von 42. Okay, du kriegst den vernünftigen. Wahrscheinlich irgendwann abgesagt worden. Ne? Ach halt, was hast du eigentlich drauf? Kamera, fertig. Dürfen Frauen Kamera werden? Egal, wir werden es wissen. Maisa, hier bitte. Bist immer Nachfolger, kannst dich nützlich erweisen. La, la, la. Wieso gehe ich eigentlich auf? Ich hätte doch gleich auf Fähigkeiten verbessern oder so. Egal. Eine Kurtisane ist im Alter von 53 gestorben. Starb an großem Stress. Es bricht mir das Herz. Und wieder jemand ohne. Rubin. Braucht jemand neuen? Du bist immer noch schwächlich, Kind Kombine. Die scheiden. Entschuldigung. Stammesführerin von K. Reichtum an der Verwaltung verbessern. Hofspitze lernen. Irgendjemand mit guter Meinung. Ja, bitteschön. Damit wenigstens ein paar Kinder aus meiner Dynastie eine gute Meinung über den Herrscher haben. Die letzten Monate und Jahre waren vorteilhaft für meine Hauptstadt Kanarische Insel. Nicht nur das. Der Handel flirrt. Diese Mausohren gehen auf den Wecker. Der Handel flirrt, denn selbst der Großteil der Bauern ist wohlgenährt und glücklich. Auch wenn ich einen Anteil an diesem Wohlstand habe, so glaube ich doch, dass meine Ahnen waren, die uns schützen. Warum zeigt ihr mir die jetzt an? Aus welchem Grund? Achso, weil ich die als Opfer angebracht habe. Na, Cesar, hat sich doch richtig gelohnt. 50 Gold, ja Mensch, das geht runter wie. Können wir uns was kaufen? Ich will Geld ausgeben. Wieso kriegen wir eigentlich nicht mehr grundsätzliche Militär und so? Was macht der gerade? Weil wir einfach zu unfähig sind, oder was? Mögliche Vasallenverbündete 3600. Ja, nur eben leider nicht wirklich, weil... Ne, und so. Die müssten wir halt alle mal unterjochen. Und da wir selbst quasi militärisch unfähig sind. Das Maisa der Sanft. Danke, das wollte ich haben. Deswegen darf der auch rechtzeitig sterben. Was ist hier jetzt wieder los? Motolith Emirat, Emirat von Sus. Wer kämpft hier gegen wen und warum? Nein, ich will nicht als Uwab. Nehmt, lasst den. Das ist doch unglaublich. Ich habe gesagt, mein Saar. Da bleibt's auch. Was war der jetzt wieder? Gut, anders. Wieso kann ich den hier auswählen? Achso, weil der schon ist. Ich will meins haben. Die Menschen haben ihr enteignet, das ist wunderbar, aber das sind wir jetzt gerade nicht. Technologie. Ja, Lagerung hilft mir jetzt auch nicht. Masada Sanfte und Lapis Lazium, die haben einen Sohn mit dem Namen Tabita. Was Tabita? Kind ausbilden. Von, ich habe keine Ahnung. Keine Modifikator. Wer ist der Bestmögliche, um dich auszubilden? Vorzugsweise in irgendetwas, was in die Richtung geht. Ja, Kurtisane hat eine gute Meinung von uns, geht los. Danke. Ja. Gefährliche Fraktion. 2000 Mal ist doch schon geringfügig gefährlich. Anders. Nochmal. Anführer ist Häuptling Musin der Monster. Wenn der schon so heißt, kann ich den einkerkern? Was passiert denn dann? Wieso hat der eigentlich eine schlechte Meinung von uns? Erzähl doch mal. Kürzlich entlassen, aus dem Rat geworfen, kurze Herrschaft. Stammesführer Halim auf dem Kamin. Aha. Halt. Du bist ein Karrierekaufmann, feige, ehrlich, gesellig, zornig, gütig. Gornareme ibn Afnaterbe. Unser Sohn quasi. Mhm. Du, keine Verwendung für dich, also. Kannst du nicht heiraten oder so? Irgendwas, Oh Gott, nein.
Kannst du wirklich nur die. Ich könnte natürlich auch mal gucken. Du kriegst eine Debütantin. Nisa. Ja, von mir aus. Ausgezeichnet. Wer bist du? Du bist eine graue Eminenz. Gemäßigt, gebildet, bescheiden. Ausgezeichnet, du wirst heiraten. Guck mal, ich habe hier irgendwo jemanden. Zufälligerweise deine Altersgrenze. Bringt mir gar nichts. Aber dir bringt Prestige. Das sollte doch alle glücklich machen. Dankeschön. So, und jetzt nochmal. Gefährliche Dingsbums. Wenn ich für die den Scheiß mache. Mari, Häuptling und Maru. Mari, ne. So, wer hat denn hier? Du bist unbedeutend. Du. Was können wir mit dir anfangen? Nochmal. Kurze Herrschaft, wonach aus dem Rad geworfen bist, 950 Dachmal. 17.8. Das geht bald weg. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Niedrige Stammesorganisation, trotzdem. Wer hat denn noch was gegen uns und warum? Niedrige Stammesorganisation, Ausländer, nein, Titelforderer. Fordern kennt ihr, was ihr wollt, das muss ich nicht gar nicht. Anspruch. Nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Unabhängigkeit. Die Typen gehen mir echt auf den Sack hier. Ich muss dieses Herzogtum endlich erzeugen. Weil ich denn da Gold brauche und dies und das und auch. Mhm. Das hätte ich gar nicht, ne? Die ist eh schon schlecht. Dummerweise ein Haufen Truppen. Ich sollte mich jetzt hier nicht in den Krieg stürzen. Wir gedulden uns und halten die Füße still. Dass wir nicht mehr Militär haben können, ist für mich ehrlich gesagt ein Rätsel. Kompetente Herrscher. Mhm. Das Teil anstärken zu uns. Ist doch zum Katzen. Tempel, wir können uns das nicht leicht verstehen. Na, da will ich. Bau kostet 17. Vorzeichen ist leere Nomadenbrunnen sind dauerhaft zu werden. Die vernichtenden zu nutzen. Die Basiskosten 20, was? Nee, danke, kann ich mir nicht leisten. Das Problem ist, ich kann sonst nicht viel leisten. Die Inseln sind einfach zu klein. Ach, wieso hat denn mein Vorgänger so viel? Nisa, irgendwas. Das ist auch mein Hof. Dankeschön. Tja, gedulden wir uns. Schauen zu, wie die sich da unten irgendwann gegenseitig mal alle machen. Einer wie?
bin gleich da. Je mehr Menschen nach Kanarischinseln kommen, desto mehr Geistliche finden sich dort ein. Es fänden sich sogar genügend, um Kanarischinseln mit Hilfe einer Spende zu einem deutschen Zentrum des Glaubens zu machen. Der Schöpfer will es. Verliert 10 Gold, aber... Zentrum des Glaubens in den folgenden Auswirkungen. Tempelsteuer plus 25, monatliche Pietät. Gute Frage. Lohnt sich das? Wird der Schöpfer für die Kosten aufkommen? Naja, 10 Gold ist jetzt noch kein Weltuntergang. Jetzt sind wir auf einer Ratsposition. Ein neuer Kämmerer muss her. Und wieder einmal haben wir keinen. Ja. 18, kann ich mit leben. Kämmerer, ernennen. Zack. Die Kinder machen. Aber es ist da gerade monatliches Prestige 1,8. Aufsicht kann mir im Moment egal sein, es wird ja nicht viel gebaut. Moment, was? Berberischen. Wir sind doch. Hier ist doch alles berberische Kultur. Wir sind sowieso berberisch. Verstehe ich nicht. Hier kann ich keinen ansiedeln, genau. Nee, Moment, ich mach Bauaufsicht, ist mir egal. Wird sich lohnen. Irgendwann. Wie sieht es unserem Rat eigentlich aus? 17, 20, 18, 18, okay. Sollte mir eigentlich allgemein wohlgesonnen sein, ja. Mein Rat immer. Im Grunde genommen haben wir nach wie vor nur die Kanarischen Inseln, auf die wir uns verlassen können. Und das merkt man gerade überdeutlich. Winter in der Folge, graue Eminenz. Oho, hat sich gelohnt. Was? Halbschwester, Kind einer Konkubine. Ja dann. Will heiraten, wollen alle heiraten. Jetzt hätte ich alle ein bisschen, ich weiß nicht, alt zu heiraten. Kanarische Inseln. Zynisch, wieso haben die alle in Anspruch? Schüchtern, gestresst, bescheiden, gütig. Wenn ich Herrn arrangieren, dir den hier gebe. Ach, Prestige der Pferde hat einer. So. Eigentlich vollkommen wurscht, wie rum ich es mache. Lass mich mal den angucken. Oh. Charakter suchen. Gibt es hier noch eine Z-Taste? So. Es ist so. Du gehörst auch süß Takeran. Wer ist denn deine Eltern hier? Isam, Isamit und Tapas bin. Großeltern, Häuptling, Kanari. Achso, dann ist ja wirklich vollkommen egal. Irgendjemand war jetzt 18, ne? Egal. Inzuchtskind hat noch keine eigenen Kinder. Sehr wohl. Wir haben... Gonarene, wie sieht's bei dir aus? Tagst ohne nicht sehr viel. Egal. Weitermachen wird schon werden. Hoffen wir das Beste. Immer durchhalten, YouTubers. Das sind jetzt die Folgen, wo nicht viel passiert, vermeintlich, aber... Planen, hoffen irgendwas. Timbuktuische Revolte. Derweil erobert hier Ghana die halbe Welt und wir stehen blöd daneben und können nichts machen. Also buchstäblich nichts machen, wie ihr seht. Außer eben warten. Das Schöne ist, Militär, sag mal, Flotten. Aha, 34 oder 54 bin rein, schön. Nur das mit denen nicht. 42 eben Tabita und Titrit haben eine Tochter mit Namen Takwilult. Mhm. 42, wir müssen mal über die Namensgebung bei euch reden. Das ist ja wirklich etwas merkwürdig. Kind aus Bin, und zwar irgendjemand mit Ahnung von, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Frau, kann Hochspitzel lernen, fertig. Ich plane immer für den Fall der Fälle. Dank meiner großartigen Kriegskunstfähigkeit konnte ich die Kanarischen Inseln heimsuchen, den Räubern zusammentreiben und was? Was auch immer. Basima Nico Medaille. Mhm.
Mit Melal, Höfling. Kurtisane werden nicht eingeladen. Poet, tapfer, ehrlich, Spur. Du wirst übrigens besser als ja, so manch anderer hier. Immerhin, die Leute kommen freiwillig zu unserem Hof. Banari Gurma, wenn ich den absetze, kriege ich ihn drüber von dem. Dumm nur, dass das halt auch sich verklonen wurde. Meckern, Höfling in Tikanalen. Okay, du warst wer? Egal. Ansprüche fingieren und zwar auf Birum Crane könnten wir machen. Dann haben wir mal. Was? Gleich. Geht mir mal kurz aus dem Weg. Da, Dankeschön. Punkt 1. So, wer will mir schon was? Dazu kommen wir gleich noch. Das den besseren als einer Wien. Ausgerechnet den, der sowieso schon. Dummerweise hat sie vollkommen recht. Und zwar um 6 Punkte. Und deshalb siehst du mein oberster Wahrsager. Und Fanatismus befördern. Und wenn einer wie Probleme hat, soll er sich beschweren gehen. Bei jemand anderen. Keine Zeit für so einen Blödsinn. Ach, die ist volljährig und wird ein charismatischer Verhandlungsführer. Mann, du hast ihn im Knast aber gut entwickelt, muss ich sagen. Wohltätig und geduldig. Und das im Knast. Könnte ich auch einfach mal foltern zum Spaß. Demütigen klingt auch gut. Was passiert dann? Das ist meine allgemeine Meinung, minus 25. Megan, Gummo und Dalal bin einer Titel. Was haben einen Sohn mit dem Namen Kaina? Wollte sagen Kanye. Inzüchtig, wie kannst du inzüchtig sein? Das musst du mir jetzt erklären. Du bist doch mit mir überhaupt gar nicht verwandt. Frage, wie kann dieses Kind inzüchtig sein? Wie? Wer zum Geier ist der Vater von dem Kind? Ich bin's doch nicht, oder? Wer hat dieses Kind gezeugt? Egal, Kind ausbilden. Hier, irgendjemand, der altersmäßig sowieso schon. Ja, Cortisana hat sowas zu tun. Viel Spaß. Ja, ich stelle da keine weiteren Fragen, Jutabis. Man muss ja nicht immer alles wissen. So merkwürdig, dass sie auch erscheint in diesem Spiel. Was soll's, wir sind schon lange genug drauf. Beenden damit diese Folge und schauen mal, was in der nächsten Folge passiert. Es ist so verdächtig ruhig und wir wissen alle, das muss doch krachen. Irgendwann lande ich wieder bei dieser kleinen Insel und habe nichts anderes. Dieses verdammte Sultanat vor den Toren und ich kann nichts machen. Vielleicht aber schon bald. Mal sehen. Xenaut.